Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Witcher 3. Es ist mal wieder schon ein gut. Bisschen Zeit vergangen. Hör auf damit, du machst mich ganz nervös. Ich sag ja schon nichts mehr, ist ja gut. Deine Klingen, warum kriegst du? Ja, wir waren auf dem Weg zum Thema... Ja, die Wegelboots, genau. Wir haben jetzt die Questreihe mit dem Kabarett. Da wollten wir uns hin teleportieren per Schnellreise. Boah, machen wir doch gerade mal. Genau. Ich hoffe, ihr hattet in den letzten Tagen eine gute Zeit. Euch geht's gut, das Wetter ist schön, die Temperaturen steigen. Dieser Geruch hier in der Luft. Obwohl es für... Das ist verbranntes Fleisch. Also die Tonlage bei dieser Aussage ist etwas unheimlich. Ja, das ist totes Fleisch. Ach, nee. Oh, Blitze, bist auch gleich da. So. Dann können wir auch gleich Pferderennen machen, wenn wir schon da in der Ecke sind. Pferderin, ey, Begeisterung, Konfetti, ja. Ich bin bei diesen Pferderin immer dermaßen verkrampft, dass ich Kopfweh kriege auf Dauer. Guck mal, guck mal. So, gucken wir mal, dass wir Rautleg finden. Na, Rautleg. Du stehst wohl mit einer ordentlichen Summe in der Krallen. Aber du knallst doch nicht, oder? Bist du Rautleck? Henry Rautleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Märtyrer. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Tja? Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Seind. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Ja, total bekannt. Also eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. So, ich muss gerade mal meine Brille putzen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich so komische Flecken in meinem Sichtfeld habe, die da nichts verloren haben. Ja, ich bin Brillenträgerin. Bekennend und dazu stehend. Und an alle, die jetzt fragen, warum ich keine Kontaktlinsen trage, ich vertrage die Dinger nicht. Ich vertrage nichts in meinen Augen. Da bin ich ein bisschen empfindlich. So, ha, viel besser. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich Delovertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Die kosten uns... Na gut. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der schlechteste. Ja. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Ach, das hab ich nur getan. Gut, dass ich die Strecke halbwegs kenne. Dass ich mittlerweile einen recht guten Sattel habe. Da reitet ein Pferd ohne Reiter. Sehe ich das richtig? Oder ist es praktisch der Streckenvorläufer? Bisschen Luft holen. Ja, Pferdchen, ist dir die Puste ausgegangen?
und das müssen wir gleich nochmal machen. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Okay. Wir kehren jetzt aber nicht gleich zu Rittersporn zurück. Wir werden jetzt kurz mit dem Rennleiter reden. Moment, meisterlich gefertigter Sattel? Dann muss ich mir das mal angucken. Moment. 35, was haben wir im Moment? 50. Hahaha. Der wird zwar gut. Na, so gut war er dann auch wieder nicht. Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn wir eh schon hier sind. Wenn du das Geld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Gerald von Riva, auf Plötze. Famos. Dein Gegner, lass mich mal schauen. Seamushold auf Athos. Gut. Jetzt, wo wir die Strecke kennen und uns eingeritten haben, wird das hoffentlich kein Problem. Wir werden unsere Anteile an den maritimen Unternehmen verlieren. Und los! Los, lauf! Sanft lenken. Schön durch die Tore. Ich glaube, ich habe was gehört. Hier lang, einmal um die Kurve. Lass uns dicht auf den Hacken. Ihr könnt leicht auf der Minimap nachverfolgen, wo mein Kontrahent abgeblieben ist. Lauf, Plätze! Ich hab bloß kurz Luft geholt. Du siehst meinen Schweif nur von hinten, Junge. Oh komm, nicht auf den letzten Metern. Nein, 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 nein! Herhören, herhören! Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist los. Vorbei. Der Sieger ist Gerald von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Yay! Nicht übel, aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Stimmt schon. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ja. Ich will noch einmal teilnehmen. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Rommer auf Caniculus. Wir machen das jetzt durch. Das wird zwar noch zweimal, glaube ich, sein. Inkognito. Ich muss also um Diskretion bitten. Ja. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und los. Schön. Ich komme ins Schwimmen. Oh, das Rennen ist länger. Scheiße, hier kenne ich die Strecke nicht. Okay. Und unterwegs noch ein Banditenlager entdeckt. So haben wir das gerne. Ich bin froh, dass die mich gerade nicht angreifen. Nein, Schätzchen, ich glaube, das wäre keine gute Idee. Was ist hier rumhängen? Ich sitze gerade im Sattel, du blöde Kuh. Und reit mir derselbigen Wund. Hat der gerade auf mich gewartet? War das ja nett? Okay. Das funktioniert doch ganz gut. Herhören, herhören. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Gerald von Riva. Auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger.
Okay. Bravo. Glückwunsch, du hast mit Stil gewonnen. Mhm. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ja, warum nicht? Ich will es noch einmal versuchen. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Luke Wegelbut, der junge Vetter des Herrn Albert, auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie, aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Und ich kann nicht speichern. Yay! Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins. Weiter so, Plätze. Zwei. Drei. Und los. Ja, erstmal ausbremsen. Das ist die beste Taktik. Natürlich bei Wind und Wetter muss die Sache laufen. Ja, da kann man schnell mal in die falsche Richtung gehen. Strecke ist nicht ohne. So. Das reicht hoffentlich bis zum Finish. Bin mir da zwar nicht so sicher, aber... Nein, es reicht nicht bis zum Finish. Das schon eher. Oh, komm. Plätze, komm schon, die letzten Meter. Und yes! Herhören, herhören. Das Finale des Erasmus-Wegelbut-Gedächtnisrennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. Ruhm und Ehre, Ruhm und Ehre. Fantastisches Rennen. Glückwunsch. Welch ein Sieg. Welch ein Witter. So, wir haben einen überlegenen Sattel. Mal gucken, ob der auch was taugt. 50 Ausdauer, 70 Ausdauer. Ja, da bin ich dabei. 70 Kapazität. Ja, gut, okay, das ist in Ordnung. Den Rest können wir verkaufen. Dann ist Plötze nicht mehr komplett im... Geralt von Riva, nicht wahr? Hä? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Aha. Leb wohl. Einer von Hackers Leuten. Hexer, ich habe von deinem Sieg beim Wegelbootrennen gehört. Solches Talent darf man nicht verschwenden. Es muss sogar entwickelt werden. Und um das zu gewährleisten, muss es großzügig belohnt werden. Wenn du an der Entwicklung oder an der Belohnung interessiert bist, dann komme ich in meinem üblichen Hauptquartier besuchen. Varese. Ach ja, der Bandit, genau. Notizen eines Steinmetzes. Aha. So. Halt, Moment. Ich will aber jetzt nicht das Wegelbut-Gedächtnisrennen fertig machen. Vergiss es. Amas tödlicher Plan. Nein. Das machen wir danach. Kabarett wollte ich erst machen. Genau. Halt! Plötze! Schätzelein! Schnucki! Nächster, bleibst du hier? War ein hübscher Sattel. Ja, doch. Und auch die Taschen sind sehr schön gemacht. Ich muss sagen, los. Da bin ich d'accord mit. Ja, doch. Diesen Weg kann keiner arbeiten.
Ich hasse dieses Rennen. Ich hatte es mal in einem anderen Spielstand, das ist mittlerweile auch schon wieder über ein Jahr her, dass Plötze, wenn ich in Skellige einen Sattel ausrüstete, keinen Schweifhaar mehr hatte. Es war einfach ein schweifloses Pferd. War schön, als ich das dann dem Support mitteilte und der dann so, nur in Skellige? Ja, nur in Skellige. Es wurde dann meines Wissens nach gepatcht, das dürfte uns jetzt nicht mehr passieren, aber lustig finde ich's. Sie hat nicht gezaubert. Bei meiner Ehre. Elfenehre. Ja? Weniger wert als Menschenscheiße. Ach, Leute. Das ist doch Camilla und Geistfuß. Ja, daraus hat sie Tee gegen Bauchschmerzen. Da wäre ich wenigstens gut. Also hat sie Tränke. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Hilf einem armen Kerl. Eine Vorstellung des berühmten Duos. Meister Rittersporn und Priscilla. Edur an und... Ich hab's dir gesagt, es ist ein trauriges, melancholisches Stück. Es bedarf einer Molltonart. Aber ich wollte... Alles verderben. Wir beginnen in E-Moll. Ein Beziehungsdrama. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Nein, gar nicht. Aber ich hätte doch etwas, du weißt schon, Theatergemäßeres erwartet. Ernsthaft? Was ist mit Rautleck? Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Oh nein, ich weiß, worin das endet. Danke für alles. Keine Ursache. Ich weiß, in welcher Questreihe das endet. Scheiße. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Oh Gott. Sie hat deine Vernunft gelobt, ja. Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Es sieht wirklich so ein bisschen betrüppelt aus, ne? Eins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Das war nicht einfach. Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Für Rittersporn, für wen sonst? Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie es. Sie wirft sich bestimmt nur in Schal. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Die Was? Wurde angegriffen. Sprich, Mann. Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Vilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist...
Verletzt? Geralt, komm mit, bitte. Natürlich. Gehen wir. Ja. Ich hasse die Questreihe, die ist so elend. Gut gemacht, aber mir ist so Götter, elend dabei. Priscilla, wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Das war also kein gewöhnlicher Raubüberfall. Eindeutig nicht. Es war das Werk eines Irren. Und nicht sein erstes. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Tja. Geralt, ich weiß, du hast was gut bei mir, hundertfach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Worauf du Gift nehmen kannst. Und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rettungssporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Präventivmaßnahmen ist gut. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Der Mann gefällt mir. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht da sitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Nein. Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Na dann. Auf in die Schlacht, Kameraden. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventiv-medizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Ist Kammerjäger und Arzt. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Aber gerne doch. Bereit und neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke.